Problem beim Wasserlassen. Wenn ich darüber spreche, dann staunt man oft, ne? Denn ich als Proktologe, vielleicht wildere ich in einem fremden Bereich, ne? Das ist eigentlich eher Domäne der Urologie oder der Urologen. Da sind die Kollegen, die sich mit Harntrakt, mit Wasserlassen, mit Urinieren sich beschäftigen und die Patienten kommen nicht dahin. Aber es gibt Situationen tatsächlich, es gibt Krankheitsbilder, proktologische Krankheitsbilder, die genau das verursachen. Und das sollte man nicht eigentlich übersehen. Mein Name ist Dr. Eduard Karsten, herzlich willkommen in Wuppertal in meiner Praxis. Und wir sprechen über Probleme beim Wasserlassen, aber aufgrund eines proktologischen Problems. Es ist nicht immer so, aber das gibt es tatsächlich. Das ist so. Und manchmal ist das so, dass die Patienten diese Entleerungsstörung oder Störung beim Wasserlassen nach einer proktologischen Behandlung oder nach einem proktologischen Problem oder einem Krankheitsbild, was schon vielleicht behandelt ist, eigentlich entwickeln. Und das ist einfach, das hängt so ein bisschen nach. Und genau darum geht es in diesem Video. Sie müssen sich mal vorstellen, bei sehr vielen Erkrankungen der Proktologie, besonders wenn Sie ein was empfinden, das kann Schmerz sein, das kann vielleicht starker Juckreiz sein, Brennen, alles Mögliche. Das ist oft so, dass die Patienten mit einer starken Kontraktion, also mit einer Kontraktion des inneren Schließmuskels reagieren. Das heißt, der innere Schließmuskel ist ganz angespannt, schon, das ist einfach ein Reflex oder ein regulatorischer Vorgang. Wir können diesen inneren Schließmuskel auch bewusst auch nicht beeinflussen, ne? Und dann führt das auch dazu, dass wir im gesamten Beckenboden etwas verspannen. Und das, genau das führt dazu, dass einfach die Harnröhre eingeengt ist, bei Frauen und auch bei Männern, ne? kann das schon was sein. Männer sind etwas häufiger betroffen, besonders wenn sie auch Probleme mit Prostata haben. Dann ist das so, dass sie einfach nicht komplett entleeren. Das bedeutet, sie haben dann vielleicht häufigeren Harndrang, die Harnblase wird nicht komplett entleert, ne? Das heißt, sie brauchen mehr, müssen sie eher pressen beim Harndrang und. Und dann landen solche Patienten tatsächlich beim Urologen, der urologische Kollege oder Kollegen untersucht diese Patienten, vielleicht findet aus urologischer Sicht einfach nicht viel oder gar nicht großartig oder sagt, ja, das ist eher die vergrößerte Prostata oder vielleicht ist das die Reizblase, wie auch immer. Und die Patienten werden dann auf diese funktionellen Beschwerden, behandelt, aber die Ursache wird einfach nicht erkannt, beziehungsweise man denkt gar nicht dran, also nichts gegen urologische Kollegen, sondern aber das ist dann nicht ihr Fachgebiet, sondern wir fokussieren uns immer auf das, was wir können. Wenn man sagt, wenn man Hammer in der Hand hat, dann sieht alles wie ein Nagel aus. Bei uns ist es leider auch so, dass wir oft wirklich außerhalb dieses Bereiches, dieses engen proktologischen Bereiches oft auf gewisse Dinge nicht sehen. Das ist eigentlich falsch. Wir müssen schon mal manchmal über den Tellerrand gucken und vielleicht auch die umliegenden Organe mit betrachten. So. Was kann man machen? Also das ist so, wenn jemand vielleicht wirklich Probleme mit dem Wasserlassen hat, dann sollte er auf alle Fälle nicht nur natürlich urologisch sich vorstellen lassen, soll sich nicht natürlich urologisch auch behandeln lassen, sondern wir empfehlen auch vielleicht Gang zu einem Proktologen. Ne? Das heißt, einfach mal angucken, war da vielleicht was, ist da vielleicht tatsächlich eine kleine Fissur, die man so als Schmerz vielleicht gar nicht so empfindet oder vielleicht das ausblendet oder vielleicht ist man schon adaptiert, ne? Oder vielleicht die Hämorrhoiden sind groß, dass sie rausfallen und dieser Schmerz, also dieser Zustand führt dazu, dass sie eine Kontraktion oder eine Verspannung am Beckenboden haben, was natürlich dazu führt, dass Urin einfach nicht gut abfließen kann und. Also, dass man das vielleicht mal anguckt, weil genauso entstehen diese Verspannungen am Beckenboden. Ne? Das ist auch, die können auch sehr schmerzhaft sein. Die können zu einer gesamten Starrheit des Beckenbodens führen. Und das kann auch ganz andere Symptome oder Krankheitsbilder ausarten, wie eine Dyspareunie, dann Schmerzen, chronischer Beckenbodenschmerz, Entleerungsstörung, Anismus, Proktalgie fugax und. Also das sind nur so ein paar Sachen, die ich einfach jetzt so reingeworfen habe. Hierzu kriegen Sie auch einige Videos bei mir auf dem YouTube-Kanal, die Sie einfach angucken können. Aber so ist das vielleicht ein kleines, banales proktologisches Problem, kann dazu führen, dass wir diese Probleme haben. So, das bedeutet für Sie, wenn Sie tatsächlich Probleme mit dem Wasserlassen haben, natürlich gehen Sie zum Urologen oder zu einer Urologin, lassen sich behandeln, aber Sie werden gut beraten, wenn Sie dann vielleicht tatsächlich auch einen Proktologen mal zu Rate ziehen, ne? Oder sich mal proktologisch untersuchen lassen. So, vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeschaut haben. Ihr Dr. Eduard Karsten.